Hallo Leute, herzlich willkommen zu NPBL Spieltag Nummer 15 gegen den guten Chudlu und seinem Team Dizzy Punch. Sein Team besteht aus einem Tapu Bolo, einem Mega Aerodactyl, einem Lashoking, einem Bundlebee, einem Scaraborn, einem Tangela, einem Raichu, einem Z-Heatran, einem Zengo, einem Hypoterus und einem Uhafnir. Ja. Wie stehe ich dazu? Ich hasse mein Leben. Also im Mega Aerodactyl, sagen wir es mal so, der muss halt legitim Stone Edge, EQ, ich glaube Iron Head braucht er noch und wie heißt die andere Attacke, die er noch gebraucht hatte? Crunch? Ich glaube Crunch hat er noch gebraucht. Irgendwelche vier Attacken gab es, nee, Ice Fang, die er gebraucht hat, um alles in meinem Team einfach eiskalt zu two-shotten. Also ich switche Mega Aerodactyl nichts rein. Nichts, nada. Gar nichts. In Bulu kommt es ganz drauf an, wenn er richtig predicted, kann ich da eigentlich auch nicht wirklich was reinswitchen, da muss ich die durchgehend richtig predicten, genauso wie mit Heatran, wenn ein Offensives kommen sollte, muss ich eigentlich auch immer durchgehend richtig predicten, zumindest von der Offensive her, dadurch, dass aber Heatran langsam ist als das meiste, ist das dann doch nicht so schlimm. Neuwan kann nur jedes meiner Monster two-shotten, wenn er gespaxed ist und da muss er dann auch wieder den richtigen Move klicken, wobei er im späteren Spielverlauf fast immer Hurricane drücken kann. Also was ich auf jeden Fall gegen mich sehe, ist das Mega Aerodactyl, das Tapu Bolo, das Neuwan, dadurch, dass es schneller ist als vieles mit dem Spex dann wahrscheinlich. Heracross könnte prinzipiell mitkommen, ich weiß aber nicht, ob er das unbedingt mitnimmt, da habe ich dann doch ein paar bessere Antworten gegen. Und mit den drei hat er jetzt eigentlich schon drei sehr gute offensive Monster dabei. Er könnte Raichu potenziell sogar sehr gut mitnehmen. Einfach weil das wieder ein Mon ist, was alles ziemlich gut outspeedet und mit der Coverage tatsächlich auch eigentlich alles ziemlich gut trifft, bis auf das Rotom Heat. Mit zum Beispiel Sachen wie Focus Blast oder HP Ice. Deshalb kann ich mir das noch sehr, sehr gut vorstellen. Hypoterus wird wahrscheinlich mitkommen, weil das so ein relativ solider Terrakium-Check ist. Und ich denke auch, er wird noch seinen Lashoking mitnehmen als Kyurem-Check. Denn Slowking könnte da potenziell noch defensiv ein bisschen was machen. Also ich rechne mit, nochmal zusammengefasst, Bulu, Mega Aero, Slowking, Hippo, Neuwan und Raichu. Das sind so die Mons, eher offensiv gehalten und einen Core aus Hippo und King zu fahren. Ist, denke ich, genau auch das, was kommen wird und ist so für mich das Gefährlichste, was kommen kann. Darum zu spielen, wird sehr, sehr schwierig. Aber kommen wir gleich mal dazu, was ich so Wundervolles dabei habe. Als allererstes habe ich hier mein wunderschönes Terrakium dabei. Mit dem Z-Kristall, mit Rock Slide, Close Call, mit Stone Edge und Poison Jab. Seit dem Kampf gegen Zelos habe ich immense Panik, meine Stone Edges zu missen, weil so eine Nullrunde ist nicht schön und wenn ich dann halt auch auf dem Rockslide gehen kann, ist das ganz nice. Plus hat er jetzt nicht unbedingt die besten Switch-ins. Also wenn er einen Fistive Tangela mitbringt, was ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen kann, dann wäre das potenziell ein Switch-in, das wird aber nicht kommen. Hippo ist mit der einzige Switch-in. Die Gefahr für Terra ist halt, sind halt schnellere Mons, die mich aber auch nicht zwingen One-Shotten. Also so ein Mega Aerodactyl kann mich nicht One-Shotten. Bulu gechoice Garf, da bin ich mir jetzt den Kalk nicht sicher, aber mit einem Woodhammer wird das mich sicher auch One-Shotten. Allgemein halt schnellere Mons wie Scarfer sind halt noch gefährlich, aber so ein Raichu zum Beispiel, glaube ich, würde mich nicht mal mit einem Fokusstoß rausnehmen, den würde ich auch noch überleben. Also ja, das sollte dann passen. Terrakium wird auf jeden Fall mindestens einen Kill in dem Kampf claimen, denke ich. Dann haben wir hier einen Choice Garf Kyurem dabei, denn ich musste irgendwas haben, was schneller ist als ein potenzielles Mega Aerodactyl. Und ich habe hier mit meinem Kyurem einen Scarf Heracross gespeed creep, weil ich das Modest Nature gebraucht habe für mehr Damage. Und das trifft halt alles wirklich gut mit Ice Beam, Earth Power, Psychic und Draco. Problem ist halt hier genau das Slowking, was kommen könnte. Das wäre ein sehr solider Check und ein Problem, was natürlich auch kommen könnte, ist dadurch, dass es halt ein Gewahl-Item trägt. Sag einfach Wahlschall. Ein Wahlschall trägt ist, dass wenn halt ein falscher Predict kommt, das sehr gut in die Hose gehen kann. Aber wir werden noch sehen, ich habe nicht nur einen Choicer dabei. Hier ist Choicer Nummer 2, nämlich mein schönes Azumarill in der Choice Band Variante. Ich habe hier eigentlich lange überlegt, ob ich ein Vegetarier-Set wegen diesem Bulu spiele und mir dachte, hey, da kommst du eigentlich immer safe rein. Bulu kann dir absolut gar nichts.
Wenn du ziemlich bikey bist, was wir auch hier sind, überlebst du auch jeden Move vom Mega Aerodactyl, hast eine Liquidation raus. Im Endeffekt war mir das dann doch ein bisschen zu doof. Da war es mir dann doch zu verlockend, mit Aqua Jet das Mega Aerodactyl nahezu zu one-shotten. Beziehungsweise, er hat kein Switch in den Choice Bender zu machen. Also nichts. Gar nichts. Da kommt nichts safe rein. Alles wird getwo-shotted. Gut, ein physisch-defensives Tangela mal wieder könnte reinkommen. Wenn ich da auf Abschlag gehe, war es das aber dann auch wieder mit dem Tangela. Das wird nicht mehr viel machen. Plus kommen wir eigentlich sehr, sehr gut vor allem in defensive Heatrins rein. Er könnte Z-Bloom-Dum spielen und Speedy sein. Das kann gut passieren. Das ist die einzige Gefahr, die ich sehe. Aber ansonsten kommen wir halt in relativ viele Mons rein. Wenn Scaraborn gechoiced ist, kommen wir in CC rein. Wir kommen in Slowking sehr, sehr gut rein. Klar, Goldburn ist immer kacke, wenn der potenziell kommt. Aber ich meine, wenn der in Kyurem reinkommt, wird er wahrscheinlich nichts Gold drücken. Und in Psychic kommen wir trotzdem ganz gut rein, weil wir halt einfach Full HP fahren. Deshalb ja. Als Sumeril hat im Prinzip fast keine Probleme. Ist halt langsamer als fast alles. Das ist so das einzige Problem. Dann haben wir hier noch unser wunderschönes Crobat dabei. Und Crobat wird auf jeden Fall in den Lead kommen. Denn Crobat, super eine Klinge, ist so eine kleine Falle, die ich ihm aufgestellt habe. Denn wir haben die Apricot Berry, die macht, dass unsere Bärenkräfte zu einer, ich glaube, Base 100 oder Base 90er Bodenattacke wird. Wir sind schneller als, ich meine, ein ganz normales Raichu, oder? Ich hoffe zumindest. Oder als was sind wir schneller? Wir müssten schneller als Neuwand, glaube ich, sein. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, weil das habe ich mir, glaube ich, nicht dazu geschrieben. Ja, genau. Aber wir müssten eigentlich schneller sein. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verkackt. Aber ich werde mir schon was dabei gedacht. Aber ich habe gelernt, ich werde einfach nichts mehr abändern, wenn ich schon mal was gemacht habe. Braithwaite ist allgemein sehr, sehr nice gegen ihn. Und er wird halt ziemlich sicher mit Heatran oder mit Raichu leaden. Das sind eigentlich seine zwei besten Lead-Optionen, meiner Meinung nach. Er könnte noch mit Neuwand leaden, wenn er das dabei hat. Weil Frisk halt mit Frisk ist das eine unglaublich gute Lead-Option, einfach weil du das Item sofort siehst. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass hier eher Raichu und Heatran im Lead sein werden. Vor allem Heatran für die Rocks kann ich mir gut vorstellen, damit der Okippo nicht unbedingt die Rocks noch spielen muss. Und Heatran halt immer gut das Matchup gegen das Crobat hat. Und Crobat oft bei mir im Lead kommt, beziehungsweise Crobat oft so ein Lead-Mon ist, was man gut benutzen kann. Ja, dann haben wir noch Toxin für das Hypoterus dabei, Roost, um uns zu heilen. Und das checkt halt ein Scar Paracross. Checkt auch eigentlich ganz gut das Bulu, wenn das sich auf eine Pflanzenattacke gelockt hat. Hier natürlich immer, wenn sich ein Mon auf irgendwas gelockt hat. Aber beide zum Beispiel wollen jetzt nicht den Braithwaite, aber tatsächlich kommt hier auch Mega Aerodactyl fast schon wieder safe rein. Und das ist halt ein bisschen kackig. Ich wünschte, Crobat könnte Recycle, das wäre richtig cool, damit wir unsere Bärenkräfte wieder zurückbekommen, damit wir Heatran und Raichu abbekommen, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Dann hier wahrscheinlich das einzig defensivere Mon, das wir dabei haben, ist Rotom Heat. Rotom Heat ist auf einen Heracross Speed Creep gecreept. Wir haben das Toxin für Hippo. Das Protect ist für Leftovers und Scouten gegen das Hippo da. Im Endeffekt wäre wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, ob Defog besser wäre. Weil eigentlich eine Runde, in der ich Defog drücke, würde ich lieber Donnerblitz oder Overheat drücken. Weil ich einfach den Damage brauche, um im späteren Spielverlauf einfach mit meinen Choice dann einfach durchzuballern und der einfach nichts mehr reinwerfen kann. Death ist für die Guts Roll, weil so ein Guts Scaraborn könnte noch ein großes Problem sein. Die Spidef ist für den Specs Neuwan noch drin, weil ich da halt irgendwas reinwerfen wollte. An und für sich hat aber Rotom Heat das Problem, dass er nicht gerne in Rocks reinkommt und Mega Aerodactyl nimmt den halt einfach raus. Dieses Rotom ist gefühlt eher dafür da, einfach abgeworfen zu werden, wenn ich ganz ehrlich bin, als dass es irgendwie viel machen wird. Also, wenn es irgendwo ein Toxin draufhaut oder ein bisschen Chip-Damage auf das, weiß ich nicht, Heatran verteilt, weil Heatran wahrscheinlich nichts gegen Rotom Heat dabei hat, dann bin ich eigentlich schon glücklich. Zum Schluss haben wir noch mein wunderschönes Meloetta dabei. Meloetta ist dieses Mal als Wahlglas-User dabei, nicht als Assault Wisman mit Donnerblitz, Psychokinese, Focus Blast und Energieball. Ich denke, die Coverage erklärt sich von selber. Das Death Investment ist dafür ziemlich interessant. Dieses Death Investment ist extra dafür ausgelegt, dass wir einen Crunch von einem Adamant Mega Aerodactyl leben nach Rocks, damit wir ihn dann mit unserem Choice Specs Donnerblitz revengen können. Und ja, das ist einfach richtig geil. Außerdem reicht der Special Attack, um Standard AV King zu Tuit K.O.'n mit halt Energieball oder Donnerblitz. Ein Problem war es halt, dass
das Meloetta hat, ist, wenn es halt schon Damage bekommen hat, dann haben wir halt das Problem gegen Mega-Redakteur. Also ich hoffe, ich komme in das Matchup irgendwie rein, dass er mir da auch in die Falle geht. Also ich habe ihm halt hier mit Crobat und Meloetta zwei Fallen gebaut. Wenn er in die reintappt, haben wir gute Chancen, wenn nicht. Also vor allem die Meloetta-Falle wäre super, wenn die zuschnappt, weil Mega-Aerodactyl wegzuhaben wäre super. Also wenn Mega-Aerodactyl keinen einzigen Kill gegen mich in diesem Kampf claimen kann, dann bin ich eigentlich schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Allgemein, das Problem mit dem Team halt, es ist ziemlich genau HO, was ich hier gerade fahre. Also das Rotom ist halt einfach nur da, der Rest ist legitim HO. Ich muss irgendwie versuchen, ihn zu überrumpeln und passend zu predikten. Und das wird nicht einfach. Denn Hoodlu ist, der ist auch momentan auf einer Siegesserie und ich bin gespannt, ob wir die brechen können. Deshalb sehen wir uns morgen beim Spieltag. Bis dann und ciao.